Jo, liebe Leute, wir sind wieder da mit einem weiteren Yu-Gi-Opening und zwar wieder mit End-to-End Guardians. Wie könnte es anders sein? Aktuelles Hauptset, was man sich anschauen. Richtig, es haben die anderen schon mega gegönnt. Hoffen wir noch einmal, dass es gönnt, oder? Können wir nur mit einer Collector's Rare toppen? Vielleicht definitiv. Ist heute eine mit dabei. Oder andere starke Pulse. Schauen wir mal. Believe me auf eine Collector. Believe me einfach. Und wenn ihr in Zukunft solche Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst eh, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren, haut rein. Gehen wir rein. So, gehen wir rein in das gute Stück. Das ist jetzt, glaube ich, schon das vierte Display, was wir öffnen. Bis jetzt, ihr habt es eh gesehen, die letzten Ausbeuten waren mega gut. Also nach wie vor, ich kann nur sagen, für mich aktuell noch komplett unterbewertet die Set. Nicht jetzt, weil es die teuersten Karten, Ghost Rares, Starlight Rares hat, sondern einfach, weil es, ich finde, ein faires Set ist. Mhm. Die Decks sind gut, werden gespielt sogar aktuell in der Meta. Das ist halt stark. Die Preise sind nicht so teuer. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt genau, einfach bei dem Set. Genau, Preis-Leistungs-Verhältnis sagen, so. Aktuell dieses Jahr das beste Set, wenn ich sagen würde, ich will mir Karten kaufen und ich würde da reingehen. Ich habe letztens immer rechts genommen und zwei Secret Rares gehabt. Oha. Beziehungsweise Ultra Rares. Genau, jetzt Hauptpuls halt. Richtig, und ich nehme jetzt diesmal links. Ich nehme die rechte Seite. Richtig. Zählen wir nochmal nach, ob jeder richtig viel hat. 15. Na, 12. 13. Willst du wieder Last Pack Magic machen? Ja, okay, lass mich lassen. Es hat bis jetzt gut funktioniert, also. Wirklich. Schau mal. Für mich halt. Ja, was wir heute daraus ziehen. Ich bin echt gespannt schon, ob wir es nochmal schaffen, die alten Pools zu toppen. Und wieder in Englisch. Trading, genau. Richtig. Dann die Lichtschlange. Ayara's Rock Sunrise. US Arctic Wind Charge. Luster Pendulum. Ignite Reload und Last Sulfur Chord Angelia. Ich habe die ganze Zeit Insta Lead im Kopf, dieses Angelia, das heißt was, auch nicht Angelia. Was findest du, was gefällt dir von den drei Deckthemen das Beste? Die Sulfur Chord. Trading, Light Serpent. Ich habe mir gedacht, vielleicht sagst du diese Megabären. Dann Ayara's Rock, aber ja, sonst ich hier auch. Wer sonst? Dann Luster Pendulum, Ignite Reload und Sulfur Chord Harmonia. Wieder nur Sulfur Chord. Ja. Führt noch. Zweiter oder drittes Booster aus der Ultra Rare drin. Calls. Dazu, haha. Er ja, heißt wahrscheinlich komplett anders. Ja. Arctic Calling, Arctic Hollow, Snake Rain, dann urviele Octoartig. Octoartig Karten, dann der Dino Wrestler und Sulfur Chord. Grassier, ich wollte wieder Grassier sagen. Es gibt eh so, ich bin jetzt in Schule Musik nie der Beste gewesen, aber es gibt eh so Mi, So, Fa, La, Ti, irgend sowas. Gibt es so eine Musiktonleiter. Und ich glaube auch, dass dieses La, So, La, bla, 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 immer davor. Ah, ich weiß schon, was du meinst. Also vom Deckthema her. Dann haben wir hier den Soha, Octoartic Calling, Octoartic Hollow, Snake Rain. Das ist fast dieselbe Karte. Octoartic Origin, Dino Restaurant. Den Nauja, der Octoartic Remnant. Das ist ganz kurz einmal, Alter, wir haben ja da fast die gleichen, ja? Fast die gleichen drinnen gehabt, ja. Calling, Hollow, Snake Rain und Origin. Ja. Das sind aber genau gleiche Karten im Booster. What? Kann passieren. Ja, das Set ist, und das finde ich auch ist ein Punkt, was für das Set spricht. In einem Hauptset hast du über 100 Karten und davon ist die Hälfte einfach wirklich wortwörtlich zum Wegwerfen. Da hast du nur ca. so 60 Karten, kannst aber jede Karte davon wirklich spielen und benutzen. Das also ist stark, ja. Wieder ein Punkt halt, was für das Set spricht. Richtig. Ignite. Oder na. Ignista. Wavering Eyes. Rise of the Snake Deity. Luster Pendulum. Evil Dragon Anata. Resolver Quad Dreamia. Und Nunu. Nunu gehört daher. Genau. Weil es ja vom Octoartig-Schlangen-Thema ist. Richtig. So. Dann haben wir hier Mi-Sulfur Chord. Drittes Pack. Oh, niemals hast du auf recht. Ansage, Mi-Sulfur Chord, Elitea, dann Luster Pendulum, das ist die Ignista Prominence, der falsche Wavering Eyes, Dinos the Power, Rise of the Snake Deity und Luster Pendulum und dahinter. Was? Auf Ansage! Ich sag's ja, drittes Pack. Welche Karte? Das gibt es doch nicht. Barbara. Das gibt es doch nicht.
Oktave ist schon wieder. Das ist sogar die Ding Ready Collectors. Ja? Na. Ultra Rare, oh. No. Nein, also Ultra Rare Octave ist so sehr geil. Gut. Stärkster Pool vor diesem Deck-Thema. Richtig schöne Karte. Spielt man auch gar nicht dreimal. Die spielt man auch gar nicht dreimal. Ich habe jetzt ein komplettes Playset. Sehr schön. Und noch stark. Dazu auf Ansage die dritte Karte. Also das. Es ist Zufall. Ich glaube, es ist Zufall. Es wäre es gescriptet. Ohne Spaß. Aber ist es nicht. No, wirklich ist es nicht. Da kannst du es vorstellen. Auf Ansage und noch in Haupt-Ultra-Rare-Pool. Unmöglich. So. Glaubt da keiner. Usagdige Megabilly ist dann der Schlangenregen. Dann Majester Paladin. Den habe ich nämlich zuerst vorgelesen. Soul Forgotten Musiker. Dino Wrestler. King of the Feral Imps. Und der Usagdige Megabillys. Ja, also vorher sagen wir noch so, schaffen wir das heute, die Ausbeute zum Toppen? Ich wollte, hätte ich die rechte Seite nicht genommen. Ja. Ja, ja, das ist. Ich meine, schon komisch, wenn vier Dispies hintereinander die rechte Seite besser pult. Konami, was macht sie da? Was macht sie da? Ich habe geglaubt, Mappening ist vorbei. Dann haben wir Venomenon, den König. Aber es ist ja keine Bestätigung für Map, weil wir haben random irgendwo die Displays herweist. Das ist. Und es ist auch nicht immer das dritte Booster, das war jetzt das zweite Booster. Dann Ignite Reload, Ursatic Megabillys, Snake Rain und Ito, Solfacord, Q-Tier. Wir können aber diese Theorie bestätigen. Vorhin, wie wir den Pool gehabt haben, also beim letzten Mal beim Video, haben wir dann im vorletzten Pack noch einmal die Karte drin gehabt. Nimm jetzt dann das vorletzte Pack. Weil wenn das dann stimmt, dann ist da wirklich irgendwas faul. Ja. Offering the Snake Deity, dann die Venom. Ich habe gerade gar nicht zugehört, was der Gegner gesagt hat. Ich habe wirklich null Ahnung, was du gerade den letzten Satz gesagt hast. Ich weiß es nicht. Geil, Majester Paladin und die Naoyu. Nein, ich habe nämlich gesagt, nimm das vorletzte Pack, weil dann könnte man bestätigen, ob es Mapping gibt. Das vorletzte? Richtig, aber beim nächsten Mal dann. Dann haben sie wir halt dazu. Vipers Rebirth. Oha, die ist Damage. Nein, die ist Damage, die Karte auf der Seite, deswegen. Na, noch besser. Dann Pankratops, King of the Fairlimbs und den Curse. Wie spielt man das aus? Curse? Weil Curse wäre eigentlich, ist er nicht. Curse. Schau mal auf der Seite, deswegen habe ich so geschaut. Den Ursaktik so. Auf der Seite? Ja. Siehst du das da? Da ist er Damage, leider, deswegen habe ich so geschaut. Leider leichter Damage, kann man das irgendwie gerade bekommen? Ich glaube nicht, das ist so wirklich ins Booster rein. Ja, schade. Das habe ich gemeint vorhin, nicht weil ein Collector's Randomness leuchtet. Ja. Zodala, Octuadic Origin, Dino Wrestler, Offering the, to the Snake Deity. Hattest du ausgesprochen, endlich. Dinus the Power, Ursaktik Megabillys und die Kutia. Und habt ihr schon gefunden? Das zweite? Im vierten Display, wo ist das zweite Baby? Das ist wirklich am schwersten versteckt. Ja. Dann haben wir Damage is Reptile, Offering to the Snake Deity, die Venominaga, Resolvercord Dremia, Vipers Rebirth, Solfacord Formal und die Solfacord Elegance. Die Spellcard. Jetzt komme aber ich schon langsam mal dran mit einem Ultra Rare Pool. Ja? Huh? Nein. Du sitzt immer auf einer Seite. Kommt dann noch. Das noch genau. Ist der Majester Paladin. Rise of the Snake Deity. Ayaras Rock Sunrise. Luster Pendulum. Octuadic Calling. Und. Auch wir haben eine Ultra Rare. Genau. Septentrion. Ist, glaube ich, jetzt nicht so eine starke Ultra Rare. Ist aber das Bossmonster, es gibt bessere Ultra Rares, ja. Aber ist das Bossmonster auf jeden Fall vom Ursarktik-Themen. Genau, und ich habe eine Ultra Rare. Und gerade sage ich noch, ich muss eine ziehen jetzt da. Und ich sage das bei dir im vorletzten Pack. Aber sehr schön. Haben wir zumindest mal, ich glaube, uns fehlt noch ein Ultra Rare Pool. Dann haben wir alle. Alle, ja. Vielleicht bekommen wir, das ist, glaube ich, auch eine nice, keine Ursarktik-Karte. Das ist, glaube ich, einer von diesem Octuartic-Thema. Okay. Ah, da rau wieder. Ja, das sind ein bisschen heftig zu. Heavy. Heavy regesealed. Ah, das ist auch wieder. Haben leicht. Wie gesagt, leider. Oh, wobei die Karte, die hat wirklich viele. Die hat jetzt auf allen vier Ecken.
Damage. Hat die Damage? Ist halt schade. Aber ja, bitte keine Collectors. Sulfur Quartz, Gale. Na, no, wer schon. Ich hätte schon gerne. Ja. Master Paladin. Dann haben wir den Ursartig, Megapolar, Octoartig, Origin. Ich hoffe, man kann es gut lesen. Das ist auch die Schrift Dino Wrestler, Pancratops. Und wir haben den Ursartig, Mikranus. Mhm. Tauschen wir Stapel? Nö. Nö. Und dann ein Ultra Rare Pool wartet ich, ja noch. Ja, dann ziehe ich die. Da ist der Megatron wieder. Miss Sulfur Core, Illidea, dann Miss Arctic. Megabilis. Genau, Miss Arctic, das ist Ursarctic. Dann Venominum, Ray Sulfur Core, Dreamia, Withering Eyes und die Tepitur. Tepitur, der Tepate. Tepate, na, oh ja. Ich finde, wir sind den Namen cooler, da kann man mehr finden, ja? Wirklich? So, dann haben wir Ignite, Reload, Aesorok, Sunrise, Light Serpent, Damages, Reptile, Trade-In, Sulfur Cord, Scale. Und dahinter ist die Alerit, der Octoartic Dark. Alert? Alert. Alert. Mit zwei T, nicht Alerit, sondern Alert. Alert. Damage ist gleich. Reptile. Reptile. Richtig, Zoha. Rise of the Snake Deity. Dann Evil Dragon Anata, Sulfur Quartz Scale, Ursarctic Megatanos und schon wieder die Elegance. Jetzt haben wir schon wieder fast ein Playset von der, gell? Richtig. Also overall haben wir sicher Playset schon gezogen. Ja, im leichten letzten Display haben wir sie und auch gezogen. Sehr schön, erster Skullmeister. Der ist jetzt oft wenig kommen ja, heute. Das ist das erste Mal. Ja. Ich glaube im letzten Display, letzte Woche haben wir oft gezogen. Oder im vorletzten. Wir haben ihn wirklich ja. Schon oft gezogen, ja. Schon wieder. Achso, dazu haben wir dieselbe. Und die Angelia. So. Angelia. Wir haben auch oft gezogen. Die ist eigentlich oft gezogen. Wieder noch drei Booster. Mhm. Wer zieht die nächste Ultra Rare? Wer du hat im, den nächsten Haupt? Du im vorletzten Pack. King of the Feral no Imps. Way. No Usartig way. Megapolar. Sulfur Quad Musiker. Wavering Eyes. Vlogos. Offering of Offering to the Snake Deity. Und Keurse. Ich sag Keurse. Ich auch Keurse. Keurse. Sagt man das auch so. Ja. Das heißt, das wäre jetzt so. Ich habe auch noch sehr schön nochmal alle drei Artworks. Genau, finde ich cool, der dass ist, das, da ist drinnen. Dass das Konami so macht, die Artworks von den Hauptboss-Monstern. Weil wir haben jetzt eigentlich alle drei Hauptboss-Monster gezogen. Schon insgesamt. Und ja. Aber ich schwöre, ich kann nicht recht haben, weil die Leute glauben dann wirklich schon, dass das. Nein, es ist zu 100% hat. Zu 100% gibt es kein Mapping aktuell in diesem Set. Wäre zu hart. Oder Konami vielleicht, weil es so klein gesagt, ist. Die wollen das halt machen. Also das war bei Rise of the Duelist, war das extremes Problem. Ja. Minus the Power, Meister, Paladin, Wavering Eyes, Aesorok, Sunrise, Pot of Riches und... Wir haben Ursartig Departeur. Es wird spannend. Willst du auch schon das Vorletzte gegen mein Vorletztes? Es wird spannend. Werden wir es schaffen, wieder in einem Display, dass die rechte Seite nur Ultra Rares oder nur Pulse hat. Gemischt. So, ich habe ja auch einen gehabt, also so ist er nicht. Formal, dann Venomina. Ja, immer so, immer 2 und 1. Pot of Riches, Ignite Reload, Snake Rain, Skullmaster und die Angelia. So, das heißt, hier müsste jetzt der Pool sein. Richtig, erst ich sag das. Das ist du Glück, das kann nicht sein. Ich kann nicht viermal recht haben. Zeigen wir es der Community zuerst was machen? Ja, fix, zeigen wir es. Schaust du weg? Ich schau weg. Schau ich einfach kurz zu. Okay, ich schau auch weg. Warte mal, geht noch nicht. Jetzt geht's. Geht schon. Haben wir es gesehen? Ich hoffe, ihr habt es gesehen, was wir da drin dann haben. Ursartig Queen Charge. Schaut sicher aus, als ob man geschmust hätten. Last Pendulum. Damages Reptile, Trade-In, King of the Feral Imps. Und dahinter. Jawoll! Jetzt wieder! Ursartig Serpentoni Tron Serpentrion. Geil. Sogar wieder Doppelpool. Richtig schön. Richtig so viel zu dem Thema Mapping. Ja. Wäre heftig. Ja, es wäre wirklich aber heftig.
Erst ich probiere es aus, ich gehe random das nächste Mal irgendwo hin in einen Shop und hol mir einfach einmal das dritte Booster und das vorletzte Booster. Auf der rechten Seite, ja? Ja, auf der rechten Seite. Das wäre wirklich hart, wenn das passieren wird. Dann musst du dann wirklich beinahe jedes Booster auf, jedes Display aufreißen lassen und die Dinge rausholen, Alter. Okay. Octuartic Hollow, macht's das nicht, Alter. Aber das, ich glaube, das wird es wieder laufen. Ich glaube auch nicht, dass das Map ist. Das war Zufall. Sulfur God Formula, Pot of Riches und Nunu. Oh, AFK mit. Ja, nur AFK. Last Pack Magic. Haben wir ein Error Pack? Kommt da noch eine Collector's Rare oder irgendwas? Schau mal. So, wir haben Sulfur God Musica, Rise of the Snake Deity, dann Evil Dragon Ananta, Viper's Rebirth, den Luster Pendulum, dann haben wir den Zoha und den Ursatic Mickey Billis als letzten Pull. Und ja, trotzdem wieder Ultra Rare Ausbeute, sehr starke Pulls mit dabei. Definitiv. Sehr guten Fall, nochmal den Octopus. Das ist halt... Mega stark, wirklich mega starke Ausbeute. Aber wie gesagt, das, weil wir gesagt haben, Mapping, das sowas ist nicht, es war Zufall, es war Glück. Keine Ahnung, ich habe einfach immer recht bei sowas, ich bin eine Hexe oder irgendwas, ich weiß es nicht. Aber müsste man wirklich hergehen und mal so ein ganzes Case kaufen und schauen. Und schauen, ob das wirklich so ist, ja. Aber wegen 4 Displays, die was wir irgendwo random her haben, glaube ich nicht, dass der Mapping, das ist einfach dummer Zufall gewesen. Also geht nicht in Shops und kauft das vorletzte Pack rechts und das zweite, macht das nicht. Wenn ihr in Zukunft solche Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren, haut rein.